Herzlich willkommen in Bern. Ich stehe hier beim Erlacher Hof, am Regierungssitz von der Stadt Berner Regierung und begrüße euch ganz herzlich zum Berner Teil vom Digitaltag heute. Der Berner Digitaltag hat einiges zu bieten. Wir haben über 60 verschiedene Gespräche oder Beiträge in diesem Haus geplant mit drei verschiedenen Studios und momentan läuft auch schon einiges. Wir nehmen euch jetzt mit auf eine kurze Tour durch das altehrwürdige Gebäude. Wir haben, ich habe es gesagt, drei Studios, ein Kellerstudio, ein Festsaalstudio und ein Mobilstudio. Das Mobilstudio, das werden jeweils ich. Aber zuerst gehen wir heute in den Keller schauen, was dort so los ist. Drei Studios haben wir. Das hier ist das Kellerstudio, wo da Vorbereitungen laufen. Da gehen wir jetzt schnell her und schauen, wie das aussieht. Da haben wir den Markus Vochenow, der Moderator hier im Kellerstudio. Markus, wie läuft's? Bis jetzt läuft es gut. Wir waren am 9. Uhr pünktlich auf eine Sendung. Und zuerst, der erste Programmpunkt ist durch, der nächste wird folgen. Am 9:45 Uhr. Genau. Läuft bis jetzt reibungslos. Ein dicht gedrängtes Programm, auch für uns Moderatoren und Moderatorinnen. Wir sind sportlich unterwegs, aber es ist Fakt. Es fängt extrem. Also 15 Minuten Slots sind natürlich sehr, sehr sportlich. Je nachdem, wenn so Themen wie digitale Sprachassistenten, Behördenkommunikation, dann sind die 15 Minuten schon fast durch. Du hast erst den Titel gesagt. Aber wir geben uns Mühe, kurz und knapp prägnanten Leuten das Wichtigste mitzugeben. Wir gehen mal weiter schauen, wer da alles da steht. Wir haben verschiedene Gäste. Und hier seht ihr auch das Behind the Scenes. Da wird der Markus Maurer verkabelt von Wii Agency. Kusi, wie geht's dir? Gut. Was ist dein Auftritt heute? Wir reden zu digitalen Assistenten Behördenkommunikation und was dort so Möglichkeiten sind in Zukunft. Und was sind so Möglichkeiten in Zukunft? Sehr viel. Ganz oft sind die gleichen 10 Fragen für vielen Firmen für 60-70% vom Volumen zuständig. Wenn man die kann automatisieren kann, 24-7, 365 Tage, digitaler Assistent braucht keine Ferien, ist immer da. Also sprich, Behörden haben halt auch 24 Stunden offen zum Beispiel. Sehr schön. Also, ihr merkt, die Digitalisierung ist ein extrem grosses Thema hier bei uns in Bern. Bern nebenbei gewählt worden im Städteranking als die digitalste Stadt der Schweiz. Das freut uns natürlich extrem. Und weiter geht es jetzt bei uns mit einem Besuch in der Maske, weil das ist ein ganz wichtiger Teil für so eine grosse Sendung, so eine grosse Produktion, dass die Leute dann auch gut aussehen vor der Kamera. Zu einer erfolgreichen Produktion gehört auch die Maske dazu. Und da tun jetzt schnell die Maske sozusagen crashen. Weil Katrin Bertschi und Sanja Ametti, die sind sich gerade vorbereitet auf ihr Gespräch. Ganz ein wichtiges Thema, das sie haben: Hass auf Social Media und wie man mit dem umgehen kann. Katrin Bertschi, Präsidentin von Allianz F. Ein Thema, das eigentlich nicht Freude macht, aber umso wichtiger ist, dass man darüber redet. Ja, es ist ein Phänomen, ein relativ neues Phänomen, wo wir noch wie zu wenig Lösungsansätze haben. Es ist total wichtig, dass wir fit werden, auch mit technischen Lösungen gegen Hass im Internet, weil es eben weit mehr als nur wenige Personen betrifft. Sobald es Hate Speech geht im Internet, kann das wie Einfluss auf die gesamte Gesellschaft und destabilisierend wirken. Technologie hat ja ganz viele Vorteile, Sanja, aber eben, ich glaube, das ist so eins der Nachteile, so die Anonymisierung und einfach die Leute, die das Gefühl haben, sie können im Internet machen und tun und müssen nie eine Rechtfertigung ablegen für das, oder? Ja, also es betrifft drei Axiome für mich. Einmal Technologie, einmal die gesetzliche Regulierung und das dritte ist die Kultur, die wir im Internet haben. Und wir haben noch keine zivilisierte Kultur in dem Sinne im Internet, wie wir sie in der echten Welt haben. Und das hat halt eben auch damit zu tun, dass wir in der echten Welt Empathie aufbauen können, wenn wir die Person sehen. Also die menschliche Nähe ist sehr wichtig für das. Und das ist aufgrund von der Netzarchitektur einfach nicht gegeben. Und da wird keine Empathie aufgebaut wie im echten Leben. Und darum ist es auch einfacher zu hassen. Aber es ist nicht so, dass man sagen kann, Hass besteht im Netz und nicht in der echten Welt. In der echten Welt besteht Hass auch. Es ist einfach einfacher, im Netz zu hassen als in der echten Welt. Und dort müssen wir eine Kultur aufbauen, mit dem Lehren umzugehen. Jetzt haben wir ja ein bisschen das Problem, das auch wiederum Fluch und Segen gleichzeitig ist, von diesen supranationalen Tech-Firmen, von diesen Giganten, Facebook, Meta, ist sicher ein grosser Player. Wo man, wenn man über Regulierung redet, wo man irgendwie müsste versuchen, die zu regulieren mit einer nationalen Kommission oder im Parlament eben.
ist das der Weg und kann man das überhaupt? Also das ist für mich so eine der Hauptfragen. Wie will man denn die Tech-Giganten aus dem Silicon Valley überhaupt regulieren als Schweizer Parlament? Das ist jetzt, glaube ich, eine Frage, die ist ein bisschen zu weitreichend für Elon Musk zu besprechen. Wir besprechen es dann im Gespräch noch. Aber ich würde sagen, es betrifft halt nicht nur die Plattform, es betrifft auch Newsportale. Durchaus ein schweizerische Newsportal. Es ist manchmal näher, als man denkt. Und da gibt es durchaus Möglichkeiten, abgesehen. Also, es gibt Regulierungen, es gibt es gibt Straftatbestände zum einen. Und zum anderen gibt es die Möglichkeit, dass sich die Zivilgesellschaft couragiert mit Gegenrede ins Spiel bringt und den Hate Speech zurückweist und so wie auch zu einer guten Kultur, zu einem guten Dialog beiträgt im Netz. Die Operation Libero kommt ja aus der Zivilgesellschaft. Was sind dort so Initiativen, die die Operation Libero sieht? Es gibt verschiedenste Initiativen. Also einmal, Sie haben es angesprochen, ist halt die Regulierung der Tech-Giganten. Es kann nicht sein, dass Facebook sich bewusst entscheidet, einen Algorithmus zu brauchen, der künstlich Hass pusht, damit Leute mehr Zeit auf der Plattform verbringen, damit Facebook so mehr Geld verdient. Dort ist es für uns ganz klar, dass wir zu dem Punkt kommen, wo eben Firmen, die sich entscheiden, so Algorithmen zu brauchen, um Geld zu verdienen, eben auch haftbar gemacht werden für die Schäden, die sie daraus machen. Also man kann sich auch fragen, inwiefern ist Facebook dort eigentlich ein Mittäter von Hass im Netz. So, ja. Also sehr spannende Diskussionen, die wir eigentlich theoretisch auch hier führen könnten, aber wir drehen das Gespräch. Wenn ihr alle Gespräche wollt, nachschauen wollt, unter anderem auch das zu Hass auf Social Media, geht auf bern.ch, Digitaltag, klickt drauf, dort sind alle Gespräche jederzeit für euch zur Verfügung. Merci vielmals euch zwei, ihr habt eine kurze Zeit genommen. Weiterhin einen schönen Tag und ein gutes Gespräch. Danke. Und wir gehen weiter in Wartesaal. Dort sind nämlich ganz viele Leute, die ihr Gespräch schon hatten oder erst zu ihrem Gespräch kommen. Ich bin jetzt hier im wunderbaren Saal, wo sich die Leute vorbereiten können, vor ihren Gesprächen oder nach ihren Gesprächen wieder sich ein bisschen erholen können. Und da sind jetzt Co-Geschäftsleitung von Staatslabor, die da ist, der Danny Bürkli und Alenka Bonnard. Und ich wechsle auf Hochdeutsch jetzt, weil Alenka wird auf Französisch sprechen. Schön, seid ihr beide da. Alenka, du hattest gerade unten im Keller das Gespräch mit Markus von Kennel zum Thema Public Service 4.0. Wie war das Gespräch? Très bien, très agréable. C'était court parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté 7 thèses qui, de notre point de vue, faciliteront la digitalisation dans le service public. Donc en 10 minutes, c'était assez knap. Mais je pense un bon début. Et ce qu'on espère, en fait, c'est que des personnes vont entrer en conversation avec nous sur ces 7 thèses et qu'on va ensuite réussir à avoir des conversations de fond sur la question de la digitalisation dans l'administration publique en Suisse. 7 Thesen, Danny, in 10 Minuten. Das muss man dann noch können. Habt ihr es übergebracht? Bist du zufrieden gewesen? Ich hoffe es, dass wir es übergebracht haben. Das sind Sachen, die wir gesammelt haben über die letzten fast 5 Jahre aus unserer Arbeit mit der öffentlichen Verwaltung in der Schweiz, aus unserer Arbeit mit ganz vielen Verwaltungspionierinnen und Pionieren. Und wir haben versucht zu verdichten, was macht eigentlich eine zukunftsfähige, digitale öffentliche Verwaltung von der Schweiz aus. Und jetzt so im Elevator-Pitch, was macht denn eine zukunftsfähige digitale Verwaltung genau aus? Vielleicht so in 4 Sätzen maximal. Ah, wow. Elle se concentre sur les besoins de ses usagers. Elle travaille de manière ouverte, elle prend les risques qu'il faut prendre, elle a les discussions difficiles qu'il faut avoir et les autres choses... Oui, en fait, elle se positionne, elle est ouverte sur le monde et puis elle se laisse imprégner de ce qui fait notre époque. Sehr schön, also zeitgemäss und dranbleiben. Wie war euer Eindruck von diesem Anlass hier? Ist er zeitgemäss? Ist er ouvert? Ist er transparent? Sehr, also erstmal wahnsinnig professionell. Aber was vielleicht uns speziell gefreut hat, ist, wir sind in der Bundesstadt, dass das Thema von der öffentlichen Verwaltung so viel Aufmerksamkeit und Gewicht bekommt. An einem Digitaltag, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und, aber es ist genau richtig aus unserer Sicht und wahnsinnig wichtig. Weil die Digitalisierung und die digitale Transformation betrifft nicht nur die Privatwirtschaft und alle anderen Lebensbereiche, sondern auch die öffentliche Verwaltung der Schweiz. Sehr schön. Ich glaube, wir haben hier wirklich wichtige Thesen und Themen diskutiert. Ich gehe jetzt weiter zu einem weiteren Raum, der auch diskutiert wird, und zwar sehr aktiv, nämlich im Festsaal oben vom Erlacherhof. Merci euch beiden. Weiterhin einen schönen Tag.
Und da treffe ich den richtigen Mann. Was für ein Zufall. Jonathan, Leiter Digitalstadt Bern, Jonathan Gimmu. Ich glaube, du kannst durchaus stolz sein. Du bist jetzt per Zufall hier im Aufenthaltsraum gewesen, hast können zuhören. Deine Gäste sind happy. Das freut mich sehr. Und ein wichtiges Thema ist auch die Offenheit und der Diskurs mit der Öffentlichkeit. Die Behörden sind gewohnt, dass sie Wahrheiten erzählen. Aber genau in der Transformation sind wir alle gemeinsam unterwegs. Und dann soll man kritisch auf den Staat schauen, was er macht. Die Bevölkerung sagt ja selber beispielsweise, hey, wir wollen zu unseren Daten eine eigene Beziehung haben. Wir nehmen das sehr ernst. Und darum habe ich Freude, was ich vorhin gehört habe. Und der ganze Tag ist ja nicht letztlich halt ein offener Dialog, der dazu führt, dass wir weiterkommen mit diesen Fragen. Lassen wir den Kameramann schnell durch, dass er uns in dem Sinne mitnehmen kann auf dem Weg in diesen Festsaal. Was immer wieder schön ist, glaube ich, an diesem Tag ist halt auch die Location, der Erlacherhof für viele Gäste. Ist es dann gleich etwas, wie soll ich sagen, wahnsinnig Spezielles, wenn sie in den Saal, in den Festsaal rein dürfen, der im 18. Jahrhundert erbaut wurde? Ich glaube, wir führen ja hier zwei Sachen zusammen. Die Fragen von heute Morgen übermorgen, oder? Und eigentlich wie Geschichte mit. Und es zeigt ja auch, Geschichte ist da, für dass wir daraus das machen, was die Gesellschaft heute braucht. Und sonst würde man da jetzt irgendwie eine Führung durchführen und sagen, was da früher gelaufen ist. Aber so ist es ja nicht. Wir sind zuständig für aus dem allem, was schon gut da ist. Und da kann man sagen, die Schweiz hat so viele Errungenschaften, demokratische Natur, Wirtschaft, Innovation, Forschung, Lehre, aus dem noch mehr machen für die Zukunft. Ich glaube, um das geht es heute und das ist eine super Symbiose, eine altehrwürdige Liegenschaft, die wir jetzt brauchen eigentlich für die Entwicklung in Zukunft. Gehen wir rauf zum Festsaal. Und du bist ja heute so oder so stolz aufgestanden, weil du gewusst hast, dass du einen fantastischen Tag hast organisiert mit deinem Team. Aber auch, weil du die Zeitung hast gelesen, oder? Bern, die digitalste Stadt der Schweiz, das ist Schlagzeile. Ja, also das ist ein wunderschöner Ansporn natürlich. Das ist eine Analyse von Webseiten und zeigt vielleicht, wo jetzt mir der Schwerpunkt liegt, eben auf dem niederschwelligen, verständlichen, inklusiven Zugang. Und das merkt man bei uns, Mehrsprachigkeit, aber auch in einer einfachen Sprache bringt ja wieder das Thema mit, wenn wir nicht verstanden werden. Dann sind wir letztlich eine Behörde für eine Mainstream-Mehrheit. Und das kann es nicht sein, weil rund ein Drittel hat nicht einfach einen logischen Zugang. Und für das steht der Preis, aber er steht auch für die Rolle der Städte. Und das ist mir genauso wichtig. Das ist jetzt Bern, aber es sind auch die anderen grossen Städte, die hier einfach in einer Vorreiterrolle sind. Und ich freue mich sehr für uns alle eigentlich den Preis, der heisst, es ist an uns, da Entwicklung zu machen und eigentlich Kantone mitzunehmen, für die inklusive Gesellschaft voranzutreiben. Gehen wir rein in die Festsaal, wo die inklusive Gesellschaft vorantrieben wird, in Diskurs und Diskussionen. Da sehen wir das wahnsinnige Setup, das wir hier haben. Wir haben es vorhin gehört von der Co-Leitung vom Staatslabor. Also, sie sind überrascht, wie professionell das es auch ist. Ich glaube, das ist der Anspruch, oder? Das ist der Anspruch von Stadt Bern, dass man professionell Digitaltag produziert. Also, das ist der Anspruch an unseren Dienst der Bevölkerung, dass wir das mit denen Mitteln machen, die zur Verfügung stehen oder zu Recht. Also, wir kommen auch nicht weiter auf dieser Welt, wenn wir das irgendwie das um als Hobby betreiben. Nein, Professionalität ist, glaube ich, sehr wichtig. Und das heisst ja auch, wir nutzen ja nur die digitalen Möglichkeiten, jetzt auch in diesem Line-up hier, für letztlich mehr Zeit haben für das Gespräch. Und das steht im Zentrum, das Gespräch, Teilhabe, Mitwirken über ganz viele Kanäle. Darum haben wir auch drei Studios, weil wir ja nicht einfach eine Selektion machen von den Themen, zu viel muss diskutiert werden. Und wir sehen es jetzt hier, es ist eine grosse Runde in diesem Saal drin und freut mich, auch die Leute kommen auch gratis. Also das ist wirklich ein riesen Commitment. Wir gemeinsam als Gesellschaft müssen auch die Verantwortung übernehmen für den Diskurs. Wir dürfen dazu einladen, das freut mich sehr. Jetzt gibt es eben eine grosse Gesprächsrunde. Sag schnell, um was geht es und wer ist Gast? Ja, also hier ist das Thema einmal mehr, wo steht Bern, und damit meine ich nicht Stadt, als politische Grenze, mehr eigentlich als Bezugsort, als Lebensraum in der Transformation. Und die Runde ist sehr breit, von AWK-Beratung über andere Innovatoren bis hin zu jungen UnternehmerInnen. Also die volle Breite ist da, und das soll auch wichtig sein, weil es ist nicht unsere Sicht, sondern es sind Bedürfnisse, wie wir es auch gehört haben, vom Staatslabor, von der Bevölkerung und von der Wirtschaft, die der Messgrad sind. Und unsere Verantwortung ist allenfalls eben auch die Relevanz herzustellen. Und das machen ja nicht wir allein, sondern zusammen mit der Wirtschaft, die letztlich die Lösungen baut für uns. Also das findet jetzt hier im Mikrokosmos genau statt. Und schön ist, dass wir es nicht teilen. Über den Äther in die ganze Schweiz. Sehr schön, Jonathan. Wir wünschen dir ein gutes Gespräch und weiterhin einen tollen Digitaltag. Herzlichen Dank. Dir auch. Merci vielmals.
Merci. Und ja, das wär's gsi von unserer Schaltung ins Schweizer Programm. Merci, seid ihr dabei gsi. Wenn ihr wollt mitmachen beim Berner Digitaltag, könnt ihr das jederzeit. Also Dialogplattformen sind offen den ganzen Tag. Geht einfach auf bern.ch. Dort findet ihr alle relevanten Informationen.